Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Unboxing, denn ich habe bei Rossmann Online eine Surprise Box bestellt. Und zwar von Catrice. Ich hatte da ja schon mal eine Surprise Box bestellt und da habe ich auch ein Unboxing dazu gemacht. Und jetzt hatten sie eine neue Box und die habe ich mir natürlich bestellt, weil ich die unbedingt haben wollte. Und würde sagen, ich zeige euch heute die Produkte aus der Box. Verlinke euch die Box auch nochmal in der Infobox. Und wenn es sie denn noch gibt. Und ja, ich habe Schluck auf. Das tut mir voll leid, aber ich wollte das Video jetzt drehen. Und der Schluck auf kam davor. Tut mir leid, dann müsst ihr jetzt durch. Ich würde sagen, let's go. Ich hoffe, ich kann meine Schluck auf Hickser hier rausschneiden, aber manchmal kommt es halt mitten im Satz. Ja, hier sind auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele Produkte drin. Alles Schminkprodukte ist ja logisch. Leider ist ein Produkt ausgelaufen, das auch wirklich komplett leer war und meine Sachen hier ein bisschen geklebt haben. Aber ich mache mir deswegen jetzt, mache mich da jetzt nicht irgendwie rum, um das mich da zu beschweren oder sowas. Aber ich kann euch das Produkt trotzdem zeigen, auch wenn es leider komplett leer ist. Aber es ist von Catrice ein Clean Handspray in der Duftrichtung Wildrose. Ist halt hier mit drin, aber leider nicht richtig zugeschraubt. Deswegen ist diese komplette Dose einfach ausgelaufen. Was sehr, sehr schade ist, weil es roch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die ganze Box duftete danach. Aber ja, ich habe leider nichts mehr davon. Ist sehr, sehr schade, weil das hätte ich echt gut gebrauchen können. Dann fangen wir an, am besten mit Nagelprodukten. Und die Sachen, die kleben auch alle so an meinen Händen. Ich muss sie erstmal noch säubern. Und zwar haben wir hier 3 Nagellacke drinne. Und zwar einmal die Farbe, also es sind alles diese Gel-Nagellacke. Einmal die Farbe 74 Pink Favors The Brave. Hier steht übrigens, hält bis zu 7 Tage. Habe ich noch nicht getestet. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den nicht in der letzten Box hatte. Also manches ähnelt sich ein ganz klein wenig. Nicht alles, aber ein paar Sachen. Auf jeden Fall sieht der so aus. In der Kamera sieht er sehr, sehr rot aus, aber der ist eigentlich so bärig eher. Dann noch die Farbe 72 Wise Shall Not. Das ist so ein beigefarbener Lack. Sieht so aus. Und dann ist hier noch ein Lack drinne. Den habe ich, glaube ich, auch mal geschenkt bekommen. Und zwar ist das ein durchscheinender Nude-Nagellack, der die Nägel optisch aufhält. So sieht er aus. Also den sieht man halt wirklich so gut wie überhaupt nicht auf den Nägeln. Und ich muss den mal vergleichen mit meinem anderen, den ich habe. Dann machen wir weiter mit einer Mascara. Und zwar mit der Iconista Lash Millionaiser Volume Mascara. Oh, dieser Schluck aufregt mich so auf. Und zwar ist das die Nummer 010 The Best or Nothing. Und ja, so sieht die Mascara aus. Ich werde sie jetzt mal noch nicht öffnen, weil ich nicht will, dass sie gleich austrocknet, aber werde ich auf jeden Fall auch testen. Dann haben wir hier noch 2 einzelne Lidschatten drin und steht hier eine Farbe, ja, hier ist einmal 240 Stand Out with Rusty, das ist so ein rot-bronze-goldener und dann haben wir hier noch 040 Wild Ginger, das ist so ein dunkelbraun, auf jeden Fall aber meine Farbe, auch sehr, sehr cool. Dann haben wir eine Lidschattenpalette, die ich verschenken werde, denn die war auch schon in der letzten Box mit drin, aber die ist sehr, sehr schön und das ist die Crystallized Rose Quartz Eyeshadow Palette mit der Nummer 010 Sisters of My Soul. So sieht die Palette aus und die Farben sind auch sehr, sehr schön. So sieht die aus und ja, wie gesagt, habe ich schon, werde ich auf jeden Fall verschenken. Dann waren hier Fake Lashes dabei und zwar magnetische Fake Lashes. Das ist die Nummer 010 Lash Gang Volume und zwar sind die magnetisch. Ich habe schon magnetische Wimpern. Ich bin mir nicht sicher, ob das dieselbe Verpackung war. Da müsste ich jetzt nochmal gucken. Aber auf jeden Fall wollte ich mich damit auch nochmal ein bisschen durchtesten und gucken, ob ich damit klarkomme. Achso, zu den Nagelprodukten habe ich noch was vergessen und zwar ist hier noch ein Nail Hardener drinne. Und ja, den kann ich ganz gut gebrauchen, denn meine Nägel gehen auch sehr, sehr schnell kaputt und ein Nagelhärter kann man immer gut gebrauchen. Dann haben wir hier eine kleine Palette drin und zwar die Color Correcting Palette. Die hat verschiedene Farben, denn die ist für verschiedene Hautirritationen, soll ich das so nennen? Also zum Beispiel
Grün neutralisiert halt zum Beispiel Rötungen oder sowas. Rosa hält Augenschatten auf und Grün, achso, hatte ich schon gesagt, egal. Lavendel gleicht Gelbstiche und fahle Haut aus. Also auf jeden Fall werde ich es mal testen. Auf jeden Fall werde ich hauptsächlich das Grüne brauchen für Hautrötungen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann war eine BB-Cream dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die schon habe. Ich glaube ja. Und ich weiß nicht, ob ich sie so gut fand, aber ich werde es nochmal testen. Weil wie gesagt, momentan trage ich nichts auf meiner Haut. Und zwar ist die Hydro BB Cream. BB Cream, ich kann nicht mehr reden. So sieht die auf jeden Fall aus. Und zwar ist es eine feuchtigkeitsspendende, getönte Tagescreme. Aber wie gesagt, ich glaube, sie war ein bisschen dicker. Da muss ich nochmal testen. Dann war noch das hier dabei. Und zwar auch von der Reihe Clean. Ein Mineral Bronzer mit Lichtschutzfaktor 15. In der Farbe 010 Light Medium. Die Verpackung sieht so aus. Und drin ist dann halt ein Highlighter. Hier ist das Zeug auch ziemlich ausgelaufen, also hier klebt alles an diesem Päckchen dran. Das muss ich auch einmal sauber machen. Auf jeden Fall, so sieht der Bronzer aus. Werde ich vielleicht auch verschenken, weil ich keinen Bronzer groß benutze. Aber ich weiß, wer sich drüber freut. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar ist das ein Blush, der klebt auch extremst. Und zwar ist das der Blush. In der Farbe 030 Golden Korall. Und ja, das ist doch so eine sehr, sehr schöne Blushfarbe. Werde ich auf jeden Fall auch benutzen und testen. Dann machen wir weiter mit noch einem Highlighter. Und zwar mit einem Highlighterstift. Und zwar der Instant Glow Highlighter Pen. Und ja, der ist auch wasserfest. Und ja, werde ich auf jeden Fall auch testen. Sieht so hier aus. Ich die Produkte immer nicht alle so gleich öffnen, weil ich habe noch so viel Schminkprodukte und wenn ich das jetzt öffne, muss ich das auch gleich benutzen, weil sonst trocknet es halt aus. Dann haben wir hier noch einen Augenbrauenstift, auch in meiner Farbe, sehr, sehr praktisch, und zwar den Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof. Also der Stift an sich ist auch sehr, sehr dünn, hat hier oben auch noch ein Bürstchen und hier ist halt die Spitze auch wirklich extremst dünn. Aber damit wird es sich, denke ich mal, ganz gut arbeiten lassen. Werde ich auf jeden Fall auch probieren. Dann haben wir noch einen Eyeliner drin, und zwar den Calligraph Ultra Slip Eyeliner. Dieses ignoriert meinen Schluck auf. Das ist einfach ein schwarzer Eyeliner. Den werde ich auch weitergeben, weil ich ihn nicht brauche. Ich benutze keinen Eyeliner, aber ja, so sieht er auf jeden Fall aus. Und der hat eine längere, dünne Spitze, womit es sich übrigens sehr, sehr gut malen lässt, habe ich mir sagen lassen. Und jetzt kommen wir noch zu 5 Produkten, die alle Lippenprodukte sind. Ich hoffe, ich werde bald endlich mal wieder Lippenstift tragen. Ich könnte mir zwar fürs Video jetzt Lippenstift drauf machen, aber ich hatte jetzt gerade doch keine Lust. Und zwar fangen wir mal an mit 2 Lippenstiften. Und zwar einmal mit einem matten Lippenstift in der Farbe 100. Und, oh, wow, das ist voll meine Farbe. Und zwar sieht der so aus, der ist wunderschön lila und matt. Oh mein Gott, ich hoffe, ich kann endlich bald mal wieder Lippenstift tragen. Ich bin so jemand, ich habe so, so gerne dunklen, auffälligen Lippenstift getragen. Aber wie gesagt, seitdem so die Maskenpflicht ist, ist das so voll unnötig. Und ja, aber der sieht sehr, sehr cool aus. Ich habe den noch gar nicht aufgemacht gehabt. Und dann haben wir noch einen Lippenstift, und zwar in der Farbe Demi Matte 020, also ist auch matt. Matt mag ich eh immer sehr, sehr gerne. Das ist so eine schlichtere Farbe auf jeden Fall und ja, sieht auch sehr, sehr cool aus. Dann haben wir noch eine Lip Cream dabei, und zwar Velvet Matte Lip Cream in der Farbe 080 New York Spice. Sieht so hier aus. Ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Dann haben wir einen Voluminating Lip Balm. Ich habe schon so einen Lip Balm in einer anderen Farbe. Und er sieht jetzt krasser aus, als er ist. Also es ist, wie gesagt, ein Lip Balm. Der sieht jetzt sehr, sehr rot aus. Kriege ich den jetzt auf? Übrigens ist das die Farbe 060 Sin Full Lips. Und ja, der sieht zwar hier total krass aus, ist aber aufgetragen, nur ganz leicht rot schimmernd. Und zum Schluss kommen wir noch zu einem Lippenpencil.
oder zu einem hautfarbenen Lip-Konturstift zum Umranden oder zum Komplettausmalen, wie man das möchte. In der Farbe 030 A Day Addicted to Café Ola. Mein Englisch ist super. Auf jeden Fall ist das so auch so Nude-Farben, passend zu dem einen Lippenstift. Sehr, sehr schön. Und ja, das war mein Unboxing von der Catrice Surprise Box von Rossmann. Und meine Hände kleben jetzt extrem, weil, wie gesagt, mir das Zeug da ausgelaufen ist. Oder es war schon ausgelaufen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr wie immer in der Infobox. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr gerne auf den roten Abonnieren-Button drücken und dann bin ich immer in eurer Abo-Box und würde mich natürlich auch mega darüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder und bis dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sagt tschüss!